Hallo zusammen, ich bin zurück von den deutschen Mannschaftsmeisterschaften der ISPA in Magdeburg. Das waren wieder zwei ganz aufregende, spannende Skattage mit hauchdünnen Ergebnissen in den ganzen Wettkämpfen. Es war wirklich super. Wie immer traditionell habe ich euch hier schon eine Partie mitgebracht. Doch bevor wir dazu kommen, gebe ich euch gerne noch ein paar Eindrücke vom Turnier. Eben habe ich euch schon gezeigt, wie sich die Siegermannschaft in der Königsdisziplin in der ersten Bundesliga über den Titel freut. Und jetzt können wir ja noch einmal in die Ergebnisse reinschauen. Hier haben wir einmal die Abschlusstabelle. Team Genesis gewann mit 28 zu 8 Wertungspunkten aus 6 Serien, also ein sehr starkes Ergebnis. Knapp geschlagen auf dem zweiten Platz Team ISPA Hamburg, meine Mannschaft, mit 26 zu 10 Punkten. Im Prinzip ein hervorragendes Ergebnis und gerade auch, weil wir mit Abstand das beste Torverhältnis haben, können wir sicher stolz sein. Natürlich haben wir doch eine kleine Krokodilsträne vergossen, weil wir ein paar Punkte, Wertungspunkte unglücklich verloren haben und es deswegen eben nur zum zweiten Platz gereicht hat. Das ist in einem sehr starken Feld ein hervorragendes Ergebnis. Vor 2 Jahren waren wir schon mal Zweiter. Da können wir also schon stolz drauf sein. Nichtsdestotrotz, wenn du die meisten Spielaugen hast, dann willst du natürlich auch einmal den Pott holen. Hat aber nicht sollen sein, denn dieses Team hier, da seht ihr es jetzt nochmal, dass ihr sie euch in Ruhe anschauen könnt. Diese sehr sympathische und spielstarke Mannschaft hat sich am Ende eben nicht den Schneid abkaufen lassen, obwohl es wirklich nochmal so knapp geworden ist. Also Gratulation von mir noch einmal an Team Genesis. So. Dann kommen wir jetzt mal zu der einen Partie, die ich diesmal mitgebracht habe. Übrigens nicht bei mir am Tisch gespielt, sondern bei einem meiner Teamkameraden. Der hatte das Spiel gegeben und beobachtete jetzt Folgendes. Vorhand schaute auf diese Karte, Hinterhand spielte bei 18 ein Herz. Es waren also 4 Trumpf dagegen, nicht die schlechtesten. Und in der Beikarte 2, 3, 1. Erste Frage, was soll der Spieler eröffnen? Sicher ist alles möglich von kurzer Farbe auf den langen Weg, aber mit 4 Trumpf hat er sich dann doch entschlossen, aus seiner etwas stärkeren Beikarte rauszuspielen, um sich da womöglich Stiche zu etablieren. Das Spiel ging also los mit Karo Lusche. Karo Lusche von seinem Partner, Alleinspieler, nahm das Ass. Wenig überraschend wurde Trumpf gespielt, kleiner Trumpf. Spieler hier ging nur mit der Lusche rauf, wollte es natürlich seinem Partner auch leicht machen, den Spieler in Mittelhand zu nehmen, und das hat auch schon ganz gut hingehauen. Trumpf Dame kam ran, 3 Augen, Spieler in Mittelhand, Karo Dame wurde zurückgespielt, die Farbe, die, wenn man so will, eröffnet und damit auch gefordert ist. Karte klärte sich, denn Alleinspieler hatte kein Karo mehr und hat gestochen. Von hier fiel logischerweise der König hinein, so gesehen 29 Augen offen gespielt vom Alleinspieler. Es folgte wieder Trumpf, Trumpf Lusche, Trumpf 10, Kreuz Bube. Also damit ist er klar, 5 Trumpf nur beim Alleinspieler, denn unser Partner hat auch noch 2 und Pik und Karo Bube werden wohl jetzt beide Trumpfstiche machen. Allerdings, wir haben hier erst 15 Augen liegen. So, Karo ist ausgelutscht. Zum Glück spielt der Spieler nicht nochmal Karo hinterher, sonst wäre unsere 10 auch noch futsch, sondern wechselt die Farbe. Pik 9 ist auf dem Tisch. Alleinspieler die Pik 8, von uns die Pik 7. Das sind zwar erstmal nur 0 Augen, aber es ist ja schon klar, dass jetzt in Pik noch irgendwas passieren wird, dass das noch nicht alles war. Sieht also an sich relativ vielversprechend aus, der Stich. Denn unser Partner hat ja wohl jetzt entweder die 10 und der Alleinspieler das Ass, oder unser Partner hat sogar das Ass, und so war es auch. Pik Ass kommt hinterher. Alleinspieler allerdings hat auch kein Pik mehr und sticht mit dem Trumpf König. So, der Überstich ist jetzt natürlich Pflicht, da sind wir uns sicher einig. 32 Augen. Und jetzt ist auch klar, dass der Alleinspieler nur noch einen Trumpf hat, und genauso klar ist sicher, dass der Alleinspieler 3 Karten Kreuz in der Hand hat, wo er schon nur ein Karo und ein Pik hat bei 5 Trümpfen. Sagt uns die kleine Mathematik, dass da noch 3 Karten Kreuz sein müssen. So, jetzt geht es an die Fortsetzung und jetzt wird es hier ein wenig unscharf. Der Spieler zog jetzt hier sofort den Pik-Buben hinterher. So, was war die Idee? Natürlich weiß er, dass er jetzt den letzten Trumpf abzieht
Und damit kann er danach gefahrlos die Karo 10 ziehen und nach Hause bekommen. Damit kann ihm der Spieler die Karo 10 nicht mehr abmelden. Das ist also der Grund. Es führt allerdings trotzdem, jetzt interessanterweise, mit einem etwas unschönen Verlauf zum Spielgewinn des Alleinspielers. Und der Pik-Bube war eben trotz dieser Idee, Karo 10 hochzuspielen, hier nicht der beste Zug, weil er es seinem Partner in Mittelhand unnötig schwer macht. Gehen wir nochmal kurz zurück und rekapitulieren. Der Alleinspieler hat ja offen gespielt schon 29 Augen liegen und er wird in Pik ja wohl mit sehr großer Sicherheit die 10 im Keller haben. Unwahrscheinlich, dass der Partner jetzt hier 5 mal Pik oder sowas mit Ass 10 im Blatt hatte. Erstens, dass er dann die 9 ausspielt und nicht wenigstens ein Bild. Zweitens, es ist eben eine ganz typische Stellung, wo jetzt die Pik 10 logischerweise im Keller zu vermuten ist. Mit anderen Worten, wenn da sogar noch ein weiteres Bild dabei ist, dann steht der Spieler hier schon über 40 Augen. Er darf also logischerweise weder die Karo 10 bekommen, wenn er das Kreuz Ass noch hat, wovon wir ausgehen, und er darf auch nicht Kreuz Ass und 10 bekommen. Das bedeutet, wenn er Kreuz Ass und 10 selber führt, dann wird der Alleinspieler das Spiel so oder so gewinnen, unabhängig davon, dass wir die Karo 10 nach Hause bekommen. Deswegen wäre hier jetzt ein anderer Zwischenzug sehr wichtig gewesen, und zwar, naja, nun habe ich es ja auch schon fast verraten, der Kreuzkönig. Mit dem Kreuzkönig würden wir es mal unserem Partner sehr leicht machen, der würde logischerweise erstmal die Lusche legen, und wenn jetzt der Alleinspieler Kreuz Ass und 10 hat, dann nimmt er eben mit, zieht die 10 hinterher, zieht den 7. Kreuz hinterher, und die Karo 10 verbrennt uns auch. Wäre dann zwar ein wenig ärgerlich, aber, oder macht auf den ersten Blick vielleicht ein wenig ärgerlich erscheinen, ist aber völlig unwichtig, weil das Spiel ohnehin nicht zu schlagen war. Wenn allerdings mindestens die Kreuz 10 noch bei unserem Partner sitzt, dann haben wir dem Alleinspieler eine unlösbare Aufgabe gestellt. Er kann den Kreuzkönig nämlich im Prinzip nicht rausnehmen, weil ihm das noch nicht zum Sieg reicht. Selbst wenn er eben 13 oder 14 Augen in Pik gedrückt hat, steht er erst auf maximal 42 Augen. Dann langen ihm diese 15 Augen nicht, damit kommt er nur auf 57. Das heißt, er wird wohl verpflichtet sein, dann zu tauchen, und danach kann dann immer noch der Abzug mit dem Pik-Buben kommen, die Kreuz 10 einsammeln und dann mit Karo 10 der Sack zugemacht werden. So, das wäre also sicher der korrekte Weg gewesen. Alleinspieler, Gegenspieler hier zog aber vielleicht ein bisschen, ja, so ein bisschen nach Schema F. Es ist ja meistens, wenn du den letzten Trumpf abholen kannst, auch der richtige Zug. Zieht jetzt hier erstmal den Trumpf. Und jetzt kommt eben das Problem. Der Spieler in Mittelhand sitzt noch auf folgenden Restkarten. Tatsächlich, er hat die Kreuz 10, er hat noch den Pik König, Pik 10 und Dame waren gedrückt, und er hat auch noch die Karo Lusche. Und das Spiel ist tatsächlich auch nach dem Pik-Buben noch nicht zwingend für den Alleinspieler gewonnen, wenn Mittelhand jetzt die korrekte Fortsetzung findet. Und die ist allerdings eben jetzt deutlich schwieriger als in der anderen Variante mit Kreuz-König-Fortsetzung. Dann kann er fast gar nichts falsch machen. Ist klar, dass er erst die Lusche legt. Jetzt muss er schon die Karte wirklich komplett durchleuchten, ausrechnen, was hier los ist, und auch erkennen, dass die Kreuz 10 jetzt noch nicht gewimmelt werden kann, dass das noch zu früh ist. Das hat er aber nicht getan. Er hat jetzt hier die Kreuz 10 reingelegt, erstmal schön geknistert auf den Stich des Partners, sieht auch erstmal logisch aus, der Volle ist gesichert, führte dann aber dazu, nachdem hier bedient wurde, dass jetzt nur noch der Karo 10 Stich hingezogen werden konnte, Karo 10, Karo Lusche. Und der Alleinspieler kann jetzt einmal aus diesen drei Karten die Kreuz-Lusche abschmeißen und steht jetzt hier in der schönen Gabel Kreuz-König oder 8, egal was aufgespielt wird. Ass und Dame machen beide Stiche, noch 18 Augen in Kreuz, plus eben den entscheidenden Pik-König dann auf 63, meine ich, oder 64, so in der Art. Das hat also so nicht hingehauen. Was hätte der Spieler in Mittelhand stattdessen mit dem Pik-Buben tun müssen? Der Weg zum Sieg, er ist eben manchmal ein ganz schmaler Grat. Es war nämlich auch nicht der Pik-König, denn wenn er jetzt nur den Pik-König drauflegt, dann verliert er am Ende immer die Kreuz 10. Der einzige Zug, mit dem jetzt das Spiel noch zu reparieren oder zu retten war, ist tatsächlich die Karo 7, was ja im ersten Moment nicht unbedingt logisch erscheint, seinem Partner einen Null-Augenstich zu geben. Es ist aber eben auch für den Spieler, wenn er mal ganz genau nachdenkt, schon möglich zu erkennen, dass die Karo 10 wohl bei seinem Partner sitzt und dass er mit diesem Stich
jetzt erstmal seinem Partner zumindest die Chance gibt, den unsauberen Zug Pik Buben jetzt ein weiteres Mal zu korrigieren. Jetzt darf natürlich auch noch nicht Karo 10 kommen. Und das ist natürlich schwer zu sagen, ob das dann möglicherweise der Fall gewesen wäre. Denn auch dann laufen wir auf die gleiche Endspielsituation raus. Wenn dann gewimmelt wird, fallen wieder die letzten 22 Augen an den Alleinspieler. Nein, auch jetzt müsste erst nochmal der Zwischenzug mit dem Kreuz König kommen. König getaucht. Das wäre erneut Schachmatt. Der Alleinspieler kann sich jetzt nicht mehr wehren. Wenn er rausnimmt, gibt er den Rest ab, hat erst 57. Taucht er dagegen, kommt dann die Karo 10 und macht das Spiel tot. Ja, finde ich eine ganz interessante Partie. Zeigt mal, erstens auch auf dem höchsten Niveau in der ersten Bundesliga werden solche kleinen Unschärfen gespielt. Es sind natürlich alles verdeckte Karten. Wird ein Spiel nach dem anderen abgewickelt. Da bist du nicht immer konzentriert. Aber trotz alledem, mit ein wenig, sagen wir mal, mindestens in der nachträglichen Analyse, fällt dann auf, dass das Spiel hier also ohne Not hergeschenkt wurde und dass an sich alle Informationen schon verfügbar waren. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich packe euch unten auch gerne nochmal die Ergebnislinks rein, könnt ihr euch ein paar Bilder und die auch weitere Ergebnisse von der Meisterschaft anschauen. Die Meisterschaft läuft übrigens sogar noch aktuell, heute und morgen findet die Einzelmeisterschaft statt, dieses Jahr einmal ohne mich, also auch da könnt ihr noch mal reinschauen. Und letztlich zum Abschluss schauen wir uns noch einmal die Sieger in der ersten Bundesliga an und sagen herzlichen Glückwunsch.